Ich kann nicht runterspringen. So, hoch. Hoch. Also entweder ist es ein Bug oder ich soll hier nicht hoch. Hallo? Ah. Oh nein, es schellt im Flur. Hoffentlich schellen sie jetzt nicht gleich bei mir. Das würde mich echt annerven. Okay, ich wusste jetzt erstmal nicht, wo ich lang musste. Ist da unten was? Nein. Drücken Sie mal greifendes Salz-Leertaste. Ja, aber das Ding ist... Auf eine Art möchte ich natürlich aufpassen, dass ich nicht irgendwie in den Tod stürze. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich so viel wie möglich mitnehmen. Doof. Wow, 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 zurück, zurück, zurück. Ich darf wieder nicht zurück. Habe ich gerade einen Hund gehört? Hunde sind nicht gut. Ja, Mann, ich will das doch nicht. Hier, nimm das mal weg. So, gibt es hier irgendwas Interessantes für mich, außer das hier? Sehr schön. Hä? Aufheben? Kann ich hier nicht mehr zurück? Entschuldigung. Nee. Nö. Nö, muss ja auch nicht, hast du recht. So, wo geht's jetzt weiter? Ach, guck an, hier, natürlich. So. Und dann verbrennen wir das mal ein bisschen. Wow. Jetzt hätte ich voll so ein Gasrohr treffen müssen und alles wäre in die Luft geflogen. So, das war's dann mit Let's Play Tomb Raider. Kriegst du noch hin? Eine Pistole, ja! Endlich. Nicht schießen. Nicht nur du, deine ganze Familie, jeder, ein qualvoller Tod. Und wir schauen zu. Du hast eine verdammte Chance, genau jetzt. Sag uns an. Kann ich die retten? Ihr habt vielleicht probier das mal. Zerstört, aber das tut uns nicht weh. Glaubst du? So, mein Freund. So, und bevor ich jetzt weitergehe, da ist noch ein bisschen was. So, hoppala, Entschuldigung. So viel Zeit muss sein. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Das Tagebuch eines verbliebenen Spähers, der die Sowjets beobachten sollte, als sie die Bahnverbindung zu diesem Ort vor Jahrzehnten bauten. So, ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil das Telefon natürlich mal wieder geklingelt hat, während ich aufnehme. Natürlich. So, einmal kurz noch ein bisschen was hinrichten. So, so, so. Ja, jetzt habe ich leider, jetzt muss ich nochmal nachlesen, weil ich habe, wie gesagt, leider nicht wirklich was mitbekommen. Ja, okay, die neuen Invasoren, okay. Machen wir jetzt einfach mal. So, wir haben jetzt hier einen Gefangenen gerettet. Ich hoffe, er dankt es uns. Agios Dotheos, Agios Prophetes. Ach du Schande. Agios Satanatros, Elisonimas. Wer bist du denn? Was sagst du? Sie haben ihn gefangen. Wen? Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Muss was? Wer hat wen gefangen? Was ist... Du machst mich aggressiv, ey. Ich hau dich. Geht ja nicht. Ah, guck mal an. Hier ist noch eine Kiste. Plündern wir die mal. Ja, super. Du bist eine richtig gute Hilfe gewesen. Okay. Da müssen wir hin. Aber da gibt es auch noch eine Tür. Dann gucken wir mal. Was? Wie war das? Halten Sie zum Knackschloss E gedrückt? Entschuldigung. Um dieses Objekt zu öffnen, benötigen Sie den Dietrich. Ja, schade. Und wie kann ich mir den Dietrich jetzt
Das ist ja doof. Und vorwärts. Okay, hier ist nichts. Mit 1, 2, 3 Waffen, Munition. Okay. Aha. Okay, und hier ist die Kanone. Aha. Na gut, okay. Was haben wir hier? Drücken Sie zum Aufheben. So, was haben wir jetzt hier genommen? Patronen und Pfeile. Die Pfeile sind aber voll. Und jetzt haben wir nichts mehr. Ja, wo müssen wir jetzt lang? Weil ich meine... Was? Hallo? Ach so, wir müssen jetzt nach oben. Ah, ja gut. Klingt logisch. Oha. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, quetschen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du. Du. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand wie... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Ist das Jonas? Der sah so aus. Alter. Aber ich finde den Chef cool. Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Das Ventil hat wohl versagt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Wir können sneaky hier weitermachen. Aber ich finde den Chef eigentlich ganz lieb. Ja? Hat sogar schon beide Augen zugedrückt. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Verdammt. Fällt das eigentlich auf? Kannst du mir mal helfen? Ja, klar. Ich seh mal nach. Halt die Augen auf. Das seh ich mir an. Alles klar. Das war ich nicht. Er ist tot. Ausschwärmen. Ja, nicht ausschwärmen. Komm, ausschwärmen ist gemein. Schwärm mal aus, mein Freund. Dann schwärm mal aus. Noch ein Kopftreffer, lautloser Kill. Und noch ein Kopftreffer. Haben wir alle? So, Leute. Lara, du kannst ganz normal gehen. Dankeschön. Dass ich nicht einfach so normal gehen kann. Dass ich immer STG gedrückt lassen muss. So, irgendwo noch was Tolles? Kann ich hier oben hoch? Ja, ich kann hier hoch. Ob ich extra Punkte für Sneaky-Sachen bekomme, für Sneaky-Aktionen? Ich weiß das nicht. War schon wieder ein bisschen ruhig. Sorry, Leute. Aber ich versuche natürlich, mich zu konzentrieren. Hui! Einfach nur so, weil ich es kann. So, und weil keiner mehr da ist, kann ich mich auch ein bisschen lauter... Alter. Alter, ich habe mich voll erschrocken. Ich dachte, das ist ein Gegner, also ein Opfer. Das ich gerade erledigt habe. Ey, schreit mich da die Leiche an. So, und du? Hä, sind da zwei? Habe ich die zwei da zusammen erledigt? Weiß ich gar nicht. So, wo gibt's denn hier noch was Schönes für mich? Ich glaube, ich sollte mal wirklich versuchen, mehr Stealth-Aktionen zu bringen. Ich muss irgendwie den Tank zerstören. Drücken zum Plündern. Ach so, der hat ja nur das hier. Warum sollte ich den Tank zerstören? Was ist mit dir, mein Freund? Brennbare... Ja, komm.
Hallo, Freund. Freund. Böser. Ja gut, dann gib mal her. Dann gib mal her. So, wo ist denn der Tank? Lalalala. So, kennt ihr Feuertaufe? Kennt ihr, ne? Ich war das nicht. Okay, so viel zum Thema Sneaky. Wow. Autsch, autsch, autsch. Alter. So. Und ein auf die Schnauze hier. Du kannst mir nicht einfach so angehen. Das macht man nicht. Ich bin eine Frau. Ich habe auch Gefühle. So. Was? Eine Granate? Nein, keine Granate. Oh, gut, dass ich... Wow, Kopftreffer. Ja, so macht man das hier. So, Sneaky. Wahrscheinlich gibt es jetzt nichts mehr, was man... Huch. Oh, guck mal. Beeren, wie schön. Noch mehr Sowjetpropaganda. Lass dir die Zeit. Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Nee. Nee, das macht sie nicht. Ich weiß gar nicht, was sie davon haben. Extra Punkte halten, nur aber so wirklich so spielrelevant? So. Okay, wir müssen hier rüber. Ach, guck mal, da ist wieder ein Feuerchen. Ich wäre ja richtig glücklich. So, gibt es hier noch etwas? Alter, die Frames droppen heute. Was ist denn los? So, ist das überhaupt ein offizielles Feuer für uns? Ja, ne? Also ein Lager, nicht ein Feuer. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Hm. Ja, das könnte nützlich sein. Wir schauen uns jetzt erstmal die Waffen an. Upgrade. Ach, natürlich können wir jetzt hier. Gift aus Büchse. Mondschatten. Azipita Nox, was ist das denn? Schaden? Okay, hier ist ein super Schaden. Revolver. Hä? Wir haben jetzt... Hä? Verstehe ich nicht. Aber wieso haben wir denn jetzt so viele? Wir haben doch nur eine Knarre. Was mit Pfeil und Bogen? Was können wir da machen? Bin ich jetzt einfach nur mal neugierig? Was? Nein! Was habe ich? Ich habe doch gar nichts gemacht! Ah, verdammt! Ich habe noch einen Bogen, sind möglich eine schnellere Pfeilaufnahme und höhere Schussfrequenz. Okay, das war jetzt doof. Jetzt haben wir nämlich hier wieder nichts, ne? Na toll. Ach, wie doof ich bin. Ich dachte, der Pfeil, ich war jetzt nicht sicher. War das jetzt ein Pfeil zum weitere Optionen herbeirufen oder einfach halt tatsächlich ein Symbol für irgendein Upgrade? Und ja, es war tatsächlich ein Symbol für irgendein Upgrade. So, dann gucken wir uns mal die Fähigkeiten an. Was können wir jetzt hier machen? Überleben da? Mal gucken. So. Überleben sind gleich die Herausforderungsspuren. Halten Sie Bonus-XP durch Überlebensverstecke. Boah, weiß ich gar nicht. Was machen wir jetzt hier? Hier, ich glaube jetzt die Explosion und so weiter, ne? Erwähnt Explosion und Feuer. Ich glaube, das nehmen wir jetzt mal. Jetzt haben wir... Was ist das denn? Achso, der Nachbar saugt wieder. Entschuldigung, ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Kämpfer leiden, also weniger Schaden durch Explosion und Feuer. Ich denke mal, das könnte jetzt gar nicht mal so dumm sein, das abzugraden. Ja, dann. So, okay. Aber das ist noch nicht fertig, ne? Wir sind noch längst nicht fertig.